Abschied in der Regionalliga West und der FC Dornbirn musste es mit Tabellenführer Austria Salzburg aufnehmen. Der Anfang gehörte aber klar den Dornbirnern. 7. Minute, schöner Weitschuss von Banoglu, Goli Ebner aber sicher. Dann wieder Banoglu mit einem Freistoß, der Kopfball aber ungefährlich. Weiter in der 18. Minute die Salzburger am Zug. Hirsch mit dem Zug aufs Tor, dann die Auflage für Taferna und es steht 0:1 Führung für die Gäste aus Salzburg. Die Dornbirner ließen sich aber nicht einschüchtern, wieder Freistoß von links. Heidegger mit dem Kopf, das Leder knallt aber nur an die Querlatte. Dann eine Schlüsselszene in der 33. Spielminute. Dornbirn-Kapitän Hirschbühl mit dem Foul. Er hatte bereits gelb und somit hieß es gelb-rot. Die Dornbirner nur noch zu 10. In der 36. Minute die Salzburger dann gefährlich vor dem Tor. Schöne Flanke nach einem Ausflug von Goli Lampert, der Kopfball aber knapp über dem Kasten. Nur 3 Minuten später dann ein wunderbarer Lochpass, Vujic mit dem Schuss, Lampert rettet aber neben das Tor. Kurz vor der Pause kämpfte sich Borihan auf der rechten Seite durch, er zieht ab, Salzburg Goli Ebner aber zur Stelle. Kurze Zeit später nochmals die Hausherren, Pass auf Honeck, der Winkel aber zu steil und es bleibt zur Pause beim 0:1. In der 55. Minute dann eine Szene im Dornbirner Strafraum, Foul von Schäfer und der Schiedsrichter entschied sofort auf Elfmeter. Vujic dann am Elferpunkt und mit einem scharfen Schuss erhöhte auf 0:2 für die Gäste aus Salzburg. In der 60. Minute dann ein Eckball für Dornbirn. Der Ball prallt kurz ab und landet bei Pircher. Schöner Schuss, aber wieder nur an der Querlatte und auch der Nachschuss brachte nichts ein. 2 Minuten später bekommt Nicolas Meyer den Ball an den Fuß. Er zögert nicht lange, zieht aus der Distanz ab und der Ball zappelt im Netz. 0:3 für Austria Salzburg. Der eingewechselte Onisibo hatte dann in der 84. Minute noch die Chance. Wieder ein Weitschuss, Goli Lampert aber sicher. Kurz vor Schluss dann noch ein Freistoß für Dornbirn, der Kopfball aber keine Gefahr und somit blieb es beim 0:3 Endstand zwischen dem FC Dornbirn und Austria Salzburg. Ja, das Ergebnis spricht durch Bände, das 0:3 schaut nicht so gut aus. Vom Spiel selber her, als Trainer zufrieden bin ich natürlich nicht, aber es war nicht so schlimm, wie das Ergebnis ausschaut. Aber der Gegner war mit 11 gegen 10, waren sie uns überlegen. Das Immoteam 7 ist ein Immobilienbüro, das den Hauptsitz in Dornbirn hat. Also wir sind klassische Immobilienmakler, wie im ganzen Rheintal, Walgau und Vorarlberg. Gerade die Jugend natürlich liegt uns da auch im Herzen, dass dieser Teamgedanke schon früh der Jugend ausgesät wird. Und wie gesagt, die Verwurzelung in Dornbirn ist sehr stark.